Liebe Stiegl-Zehlendorferin, liebe Stiegl-Zehlendorfer, vielleicht haben Sie bereits davon gehört, Stiegl-Zehlendorf bekommt ein neues Rathaus. Ich freue mich sehr, Ihnen heute die ersten Ideen rund um den heutigen Rathausstandort vorzustellen. Denn auch Sie sind gefragt. Es handelt sich um 5 unterschiedliche Entwürfe und ich bin gespannt auf Ihre Meinungen. Im neuen Rathaus soll nicht nur eine zukunftsfähige und moderne Verwaltung einziehen, sondern es soll auch eine lebendige Begegnungsstätte mit vielen Angeboten für Sie sein. Informieren Sie sich direkt vor Ort am Rathaus in den Schaukästen im Kolonnadengang oder im Internet auf der Plattform Mein Berlin und teilen Sie uns Ihre Wünsche, Anregungen und Ideen mit. Wie wird es dann weitergehen? Wir werden Ihre Kommentare auswerten und in unsere weiteren Überlegungen einfließen lassen, die wir sicher mit viel Herzblut diskutieren werden. Es braucht gut durchdachte Konzepte, die entscheiden, wie die Mitte von Zehlendorf zukünftig durch öffentliche Bauten und Freiräume geprägt sein soll. Dann müssen konkrete Raumkonzepte entwickelt werden. Letztlich muss ein Planungspartner gefunden werden, um die richtige Architektursprache für die Gebäude entstehen zu lassen und Wege und Freiräume zu bestimmen. Sie sehen also, dies ist erst der Anfang und es liegt noch ein langer Weg vor uns. Ich freue mich, ihn gemeinsam mit Ihnen und den Beschäftigten des Bezirksamtes zu gehen, denn eine moderne und zukunftsfähige Verwaltung ist unser aller Anliegen. Jetzt können wir diesen lang ersehnten Grundstein gemeinsam dafür legen. Ihre Kerstin Richter-Kotowski.